Egal wie viele Stunden du schon in dein Klötzchenhaus gesteckt hast, diese unglaublichen Fakten und Rekorde zu Minecraft kennst du sicher noch nicht. Wenn Minecraft ein Maskottchen hat, dann kann es nur der Creeper sein. Die lautlosen und hochexplosiven Kreaturen haben sich Kultstatus erarbeitet und machen sogar das Logo des Spiels unsicher. Dabei waren die gefährlichen Gesellen eigentlich gar nicht geplant. Ursprünglich entspringen sie dem missglückten Modell eines Schweins, bei dem die Länge und Höhenwerte vertauscht wurden. Die so entstandenen Ungeheuer verhielten sich wie Schweine und starrten den Spieler unentwegt an. Künstler Bob Ross hatte eine nette Bezeichnung für derartige Missgeschicke: Wir machen keine Fehler, nur fröhliche kleine Unfälle. Was mit einer einfachen Idee anfing, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum erfolgreichsten Spiel der Welt. Vergesst GTA 5, der unangefochtene Throninhaber ist Minecraft. Haltet euren Wither-Schädel fest, denn mit Stand 2019 verkaufte sich das Sandbox-Spiel 176 Millionen Mal. Ganz ohne ansehnliche Grafik oder irgendwelchen Schnickschnack. Im Vergleich tuckert GTA 5 mit seinen ebenfalls beachtlichen 120 Millionen Einheiten fast schon träge hinterher. Zuträglich für den Erfolg von Minecraft ist sicherlich die schiere Anzahl an Plattformen, auf denen nach allen Regeln der Kunst gecraftet werden kann. Es ist so selten und doch würdet ihr es wahrscheinlich nicht einmal bemerken, wenn es passiert. In etwa einem aus 10.000 Fällen schleicht sich auf dem Minecraft-Startbildschirm ein Tippfehler ein und das auch noch ausgerechnet im Titel des Spiels. Trotz Schriftgrad 120 wird nur den wenigsten auffallen, wenn aus Minecraft auf einmal Minzcraft wird. Peinlich, peinlich. In Wahrheit hat sich der Minecraft-Erfinder Notch ein kleines Späßchen erlaubt. Markus Persson, wie der Schwede bürgerlich heißt, hat den Buchstabendreher absichtlich als Easter Egg eingebaut. Wie lange die Community wohl gebraucht hat, das letzte Geheimnis von Minecraft, wie er es nannte, zu entdecken? Welches Spiel ist besser, Minecraft oder Terraria? Obwohl Minecraft das weitaus bekanntere und erfolgreichere Spiel ist, werfen ihm Fans der Gegenseite seine Eintönigkeit und fehlende Herausforderung vor. Terraria dagegen bietet mit vielen Bossen und Items die spannenderen Erkundungstouren. Weniger verbissen schien der damalige Publisher Mojang diese Rivalität zu sehen. In den sogenannten Splash-Texten, die auf dem Startbildschirm auftauchen, spricht Minecraft sogar eine Empfehlung für Terraria aus. Einer der dort zufällig ausgewählten Sprüche lautet: Also try Terraria. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die Welt besser machen. Um die Sache kurz zu machen, der Rekord für den längsten Ritt auf einem Schwein in Minecraft liegt bei 21.392 Kilometern. Extrablatt, Extrablatt. Warum so etwas überhaupt eine Leistung ist? Nun, ein Schwein in Minecraft kann nur geritten werden, wenn es gesattelt wurde. Mit einer Karotte am Ende einer Route lässt es sich sogar kontrollieren. Und genau hier liegt der Hund begraben. Ohne frisches Wurzelgemüse läuft das viereckige Ferkel völlig orientierungslos durch die Gegend. Wer sich auf den Rücken eines Paarhufers schwingt, kann nur noch die Daumen drücken, dass alles glatt geht und die Sau nicht in eine Zombiehorde läuft. Enderman und Ghasts gehören zu den unangenehmeren Bewohnern der Welt von Minecraft. Die riesenhaften Klötzchendiebe teleportieren sich gerne mal am Spieler vorbei, um ihm von hinten den Garaus zu machen. Ghasts dagegen sind für ihre Geschwindigkeit und explosiven Feuerbälle berüchtigt. Vorsicht ist die Mutter der Prismarinkiste, sobald ihre charakteristischen Geräusche zu hören sind. Klänge wie aus einer anderen Welt, würde man meinen. Dabei sprechen die Endermen unsere Sprache. Es handelt sich um Phrasen wie Hi, Hello oder What's up, nur verzerrt und rückwärts abgespielt. So böse können sie also nicht sein. Die schrecklichen Schreie der Ghasts dagegen stammen allesamt ausgerechnet von einer schlafenden Katze. Wie süß.
In Rollercoaster Tycoon wird noch heute nach dem Stein der Weisen unter den Themenparkbauern gesucht, der perfekten Formel zur ewigen Achterbahnfahrt, die einen Fahrgast auf Lebenszeit in den Sitz fesselt. Von jahrelangen Fahrten ist der folgende Rekord zwar weit entfernt, innerhalb der Möglichkeiten von Minecraft ist die Achterbahnfahrt des tschechischen Erbauers Gearmine aber unerreicht. Ganze 50 Minuten dauert eine Fahrt mit dieser beeindruckenden Achterbahn. In der Theorie ist die Welt von Minecraft endlos. Neues Terrain wird etwa in Abschnitten von 16 auf 16 auf 128 Blöcken um den Spieler herum generiert, gespeichert und geladen. Das kann im Grunde ewig so weitergehen. Wird das Gebiet zu groß, summieren sich jedoch die Bugs und setzen so gewissermaßen natürliche Grenzen des erforschbaren Geländes. Ergo wird Minecraft früher oder später unspielbar. Trotzdem hat sich ein Spieler auf die Reise ins Ungewisse begeben und ist umgerechnet rund 12.070,08 Kilometer gelaufen, bevor es zum Super-GAU im Code kam. Dieses digitale Ödland wurde als die fernen Lande bekannt. Während unser einer stolz durch den digitalen Garten spaziert und glaubt, alles zu haben, wovon ein Minecraft-Spieler nur träumen kann, ein Haus mit angeschlossener Farm und Mine, ein Nether-Tor, die Arbeit von Wochen, baut ein Praktikant des Geografie-Blogs Ordnance Survey innerhalb von 2 Wochen eine Karte des britischen Festlandes nach. Joseph Braybrook nutzte die Kartendaten seines Arbeitgebers, um aus über 83 Milliarden Blöcken 224.000 Quadratkilometer der Insel Nation nachzubilden. Straßen- und Höhenunterschiede inklusive. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal eure Waldhütte betrachtet. Die Minecraft-Version der britischen Insel mag ein beeindruckendes Monument der digitalen Baukunst sein, doch sie ist eben auch nur eine Karte und nichts im Vergleich zum folgenden Bauwerk. Den Rekord für den größten Nachbau eines realen Vorbilds halten keine Superfans, sondern Mitarbeiter des dänischen Kartografieamtes. Simon Kokendorf und Torbjørn Nielsen bauten die 43.000 Quadratkilometer große Nation im Maßstab 1:1 nach. Gebäude und Gebilde inklusive. Wie viele Blöcke dafür nötig waren? Läppische 4 Billionen. Die könnt ihr, sofern ihr 1 Terabyte freien Speicher auf eurem Rechner habt, herunterladen und euch auf Erkundungstour begeben.